Menschliche Stimme besteht aus 100 Muskeln. Das ist auch das teuerste Instrument aller Zeiten. Andere Instrumente kann man kaufen, menschliche Stimme eben nicht. So deswegen ist es wichtig, dass ihr eure Stimme pflegt. Der größte Muskel, welcher sich an dem Gesang beteiligt, ist das Zwerchfell. Den müssen wir auch sehr gut beherrschen. Im Zwerchfell ist deine Sicherheit und auch die Lautstärke. Dann haben wir drei Resonanzräume. Der größte Resonanzraum ist in dem Brustkorb, zweiter Resonanzraum ist in dem Mund und dritter Resonanzräume sind hier oben in Nebenhöhlen und so weiter. Weil natürlich wir brauchen ganz großes Spektrum, dass die Stimme auch wunderschön klingen kann. So deswegen hier haben wir die Bässe, hier haben wir die Mitten und hier sind dann die Höhen, wenn man sich das so irgendwie vorstellen kann. Ja? Wir haben zwei Register. Bruststimme, la und die Kopfstimme. Ganz, ganz hoch die Kopfstimme. Die Kopfstimme auch aber nutzt die Brustkorbresonanzen und umgekehrt. Die Bruststimme nutzt auch die Kopfresonanzen. Ja? So, die Stimmbänder selber sind ganz kleine Muskeln. 1,5 cm lang und 3 mm dünn. So, wenn man sich das so vorstellen kann, kennen die Muskeln, die kleinen Stimmbänder, diese ganze Arbeit von dem Gesang nicht alleine machen. Deswegen brauchen die die Unterstützung von dem ganzen Gesangsapparat. 100 Muskeln. Die Muskeln, die weiteren Muskeln, sind auch hier in dem Gesicht, in der Maske, so gesagt. Ja? Der Gesichtsausdruck auch beeinflusst die Tonqualität. Wir können doch nicht singen so. Somewhere over the rainbow, way up high, die ganze Muskulatur hängt nach unten und das ist aber schrecklich. Wir brauchen zu dem Gesang einen schönen Gesichtsausdruck, zu einem schönen Song einen schönen Gesichtsausdruck. So, wenn man zum Beispiel singen will, diesen Song, I believe the children are our future. Teach them well. Das ist doch grässlich. Aber wenn wir anschauen unsere Gesichtsmuskulatur, dann klingt es so, I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Ja, so das ist der Unterschied zwischen I believe the children are our future oder I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Alles klar? So, eure Stimme ist das teuerste Instrument aller Zeiten. Man kann den nirgends kaufen. Und eure Stimme ist natürlich auch ganz speziell. Das bist nur du. Das ist nur deine Stimme. Und mit deiner Stimme kannst du deine Emotionen rüberbringen. Ein Song geil zu singen. Das ist gut. Man muss keine große Stimme haben. Nicht so groß wie zum Beispiel Whitney Houston oder Mariah Carey. Es ist nicht ganz nötig, dass du denkst, ja, meine Stimme ist nicht groß genug oder gut genug. Nein, nein, nein. Deine Stimme ist auch ganz speziell. So deswegen versuch dich, um deine Stimme gut zu kümmern. Und Leute, denkt ihr nicht, dass wenn ihr nur singt, Lieder singt, dass sich eure Stimme irgendwie erweitern kann? Eure Stimme und euer Umfang kann sich nur erweitern, wenn ihr wirklich übt. Weil nur mit Üben kannst du deine Stimme wirklich pflegen und deinen Umfang erweitern und deine Sicherheit zu aufbauen und deine Stimme pflegen.
deine Stimme bleibt dann gesund, wenn du die richtige Technik benutzt. Okay, alles klar, ich mache weiter.